Hey ja, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe ja einmal ein Video gemacht über den i7 Sleeper V2. Findet man hier irgendwo oben, wenn ich es nicht vergessen habe. Und das Ding steht jetzt hinter mir und das ist dort. Ich habe ja in dem Video extra gemacht, okay, so billig wie möglich irgendwas zusammenzuschustern, aber das ist nicht schön. Wahrscheinlich hat irgendjemand Augenkrebs gekriegt, weil hier die Festplatte halb drin hängt oder so. Ist aber auch egal, weil ich ja auch in dem Video sagte, ja, wird später irgendwas anderes geben. Ich habe jetzt, glaube ich, nicht gesagt, dass das extra später in ein anderes Gehäuse soll, aber ich habe auf jeden Fall gesagt, dass wir uns noch eine Xeon-CPU, nämlich den Xeon X5675 besorgen. Das ist eine 6-Kern-CPU, die hat mich, glaube 30 Euro oder 25 Euro irgendwas in der Richtung gekostet. Die werden wir jetzt dort drin verbauen und ich habe gerade kurz einen Schreck gekriegt, weil ich hier nachgeschaut habe auf der Internetseite. CPU-Kühlerlänge maximal 16 cm. Und wenn wir jetzt hier das Ding mitrechnen, dann sind wir, ich hoffe, ich kriege das mit einer Hand hin, bei 16,2 Zentimetern. Ich hoffe, das passt, dass wir vielleicht diese 2 mm Toleranz noch haben. Wenn nicht, werde ich eines Besseren belehrt sein und dann muss es entweder ein anderer Kühler sein oder ein anderes Gehäuse. Und ich hatte ja vorher gesagt, das Ding hätte 18 cm, da habe ich nämlich unten diesen Halter noch mit dazu gerechnet. Oder ich weiß nicht, was ich gemacht habe, auf jeden Fall. Habe ich jetzt gerade mal so nachgemessen, das passt wohl. Und ja, dann würde ich sagen, packen wir das aus, bauen wir das einmal um. Das Gehäuse hat schon mal von mir ein Review bekommen seinerzeit. Findet man hier oben, wenn man interessiert ist oder vielleicht am Ende des Videos oder vielleicht wird es auch von YouTube vorgeschlagen. Ja, Dann beginnen wir mal, das Ding erstmal von da nach da zu befördern. Ich habe jetzt nun einmal angehalten, um zu schauen, ob die CPU überhaupt von dem Mainboard unterstützt wird. Kann ja sein, dass es nicht geht, weil auf der originalen CPU-Support-List steht die CPU nicht mit drauf. Aber das habe ich bei so gut wie keinem normalen Retail-Mainboard gesehen. Also ein normales eben von Asus zum Übertakten ganz normal zum Benutzen. Deswegen werde ich das jetzt einmal herausfinden, ob wir da ein Bild kriegen, ob da irgendwas schief läuft oder irgendwas in der Art. So. Dann schauen wir mal. Weil die Dinger ziemlich warm werden, würde ich hierbei sagen, dann Kühler einmal drauf zu legen. Nur für den Fall, dass er schon vor dem Bildanzeigen, vor dem eigentlichen Hochfahren, einen Fehler ausgibt. Das wollen wir nämlich nicht. Aber der geht jetzt weiter zur VGA. Die LED geht an, wir kriegen ein Piep, dürften sofort ein Bild erhalten. Also dürfte alles in Ordnung sein. Piep, 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 piep. Ja, 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 alles klar, okay. Zu heiß werden lassen wollen wir das ganze Zeug ja auch nicht. Und dann können wir auch weiter zusammenbauen. Und weil, ja, hier war keine Paste drunter, weil bei diesem Gehäuse es ja so ist, dass wir hier oben Luftauslässe haben, werde ich den Lüfter so einbauen, dass er die Luft nach, oder die warme Luft nach oben rauspusten kann. Na, ist ja auch wohlverständlich, warme Luft geht erstmal nach oben und hier kann sie eben raus, könnte man jetzt auch hier hinpacken, da könnte man zusätzlich noch Lüfter hinpacken, damit es noch 1-2 Grad kühler im Gehäuse ist. Na, würde ich nur mal so als kleinen Tipp geben, wenn man hier hinten keinen Kühler hat. Der ist sogar beleuchtet. Ach stimmt, hier war ja, genau, hier war ja ein Knopf drauf. Dann leuchtet das hier vorne so. Ja, das werden wir gleich noch sehen. Ja, ja, das ist, glaube ich, ganz cool. Hm, ja. Ja, okay. Ich unterbreche einmal kurz, weil ich ein paar Worte dazu sagen möchte, wie der Lüfter installiert ist, der Kühler. Wenn wir jetzt hier mal drüber gucken, werden wir sehen, dass das so gerade eben passt. Also haben sie auch Toleranz dagelassen. Ich würde jetzt sagen, so ein halber Zentimeter könnte da wohl noch drauf sein und zur Not wird das dann runtergedrückt. Aber das ist, glaube ich, nicht allzu gut fürs Mainboard, deswegen immer drauf achten. Ich habe mal, da habe ich auch ein Video drüber gemacht, das war PC-Teile-Deals 1 oder 2 vielleicht auch oder einfach nur irgendwas mit dem Titel Heatpipe abgesägt. Da hat sich jemand tatsächlich gedacht, er säbelt hier die Heatpipes ab. Da ist aber allerdings eine Kühlflüssigkeit drin und wenn man das hier aufsägt, dann
tropft das da erstens raus und zweitens ist dann die Kühlung nicht mehr allzu gut gegeben. Und noch eine andere Sache, ich habe ja hier ein Gehäuse mit USB-3-Anschluss intern und das kann ich auf dem Mainboard nicht verwenden. Wir haben zwar USB-3-Anschlüsse hinten, aber die können wir nicht benutzen. Es gibt auch Adapter oder Verlängerungen, da kann man die USB-Ports hinten verwenden. Da muss man hier wieder ein Kabel durchführen und das dann hiermit verbinden. Alternativ gibt es auch Adapter von USB 3 auf USB 2. Natürlich hat man dann keine USB 3 Geschwindigkeit, aber man kann die Ports nutzen. Ne? Hier haben wir auch zum Beispiel, da haben wir so einen Anschluss und davon gibt es dann Adapter. Ich habe normalerweise auch immer von den Dingern ein paar hier, aber jetzt sind die, glaube ich, alle weg. Ich hatte 4 oder 5 Stück gehabt. Ja, dann kann man das auf jeden Fall verbinden. Was man auch machen kann, ist natürlich eine USB 3 Karte dann besorgen, wieder für PC Express einfach, wo dann so ein Anschluss dran ist. Wenn man jetzt bei eBay und Co. schaut, kann man ja auf den Bildern sehen, ob dann so ein Anschluss auf diesem Adapter vorhanden ist oder nicht. Und weil ich auch vorhabe, hier in diesem Teil, weil es von innen eben wenig beleuchtet ist, dieser Lüfter ist beleuchtet, aber den sieht man nicht. Ich hätte den auch mit dem tauschen können oder hier vorne noch rein. Aber ich glaube, da ist der auch irgendwie gut aufgehoben, so halbwegs. Ich habe vor, hier eine LED-Lichtleiste vom Action für 7 Euro einzubauen. Habe ich ja schon oft genug erwähnt. Und es ist ja bei den Dingen so, dass wir da einen Controller dabei haben, der einfach einen ganz normalen USB-Anschluss hat. Entweder können wir jetzt sagen, okay, wir leiten das Stromkabel raus, machen hier ein Loch rein in irgendeine Blende und stecken das dann einfach hier rein. Kann man ja machen. Aber ich fand das nicht so toll und habe bisher immer gesagt, ja, man kann ja das Kabel hier einfach kappen und dort dann zwei Kabel dran löten, die, wenn ich mal defekte Gehäuse behalte, fast immer dabei sind, die man nämlich einfach in die USB-Ports reinstecken kann. Da muss man ein bisschen löten. Das ist auch leider irgendwie so die einzige Möglichkeit, wie ich meinen Lötkolben verwende, so in letzter Zeit. Und deswegen habe ich das auch immer gemacht. Ich habe dazu auch eine kleine Anleitung gegeben. Kostet also an sich eigentlich nichts. Vielleicht 1 Euro für so ein Kabel. Aber ein Zuschauer hatte mir auch zu dem Video des i7 Sleepers geschrieben, ja, man muss das ja nicht so aufwendig machen. Man könnte sich ja auch eine USB-Karte holen, die einen internen USB-Anschluss hat. Ne? Kannst hier reinpacken. Hier wird es jetzt in diesem Fall nicht vernünftig funktionieren, weil die Grafikkarte normalerweise im ersten Slot sich befinden sollte und das passt dann nicht. Aber nicht jeder hat eine extra Grafikkarte drin oder manche Grafikkarten haben ja auch ein Single-Slot-Design. Aber wir haben ja vielleicht auch den Fall, dass wir so ein Mainboard haben. Das hat nämlich keinen PCI-Anschluss, sondern nur PCI-Express einfach und 16-fach. Und dafür gibt es zwar auch USB-Karten, aber die waren im Gegensatz zu dem Beispiel, was er mir geschickt hat, für 7, 8 Euro, sind sie normalerweise teurer. Habe dann aber das hier gefunden und das ist ein Adapter, der hat 4,33 Euro gekostet oder 4,30 Euro. Weil ich 4 Stück gekauft habe, habe ich nur 3,44 Euro bezahlt. Den kann man dann auf dem Mainboard selber einfach installieren und hier dann das Kabel anschließen. Das sieht dann so aus. Wir müssen allerdings aufpassen, wir sehen ja hier, haben wir 5 Pins und hier unten sind es 4. Dort sind immer die beiden Massekabel, also die beiden schwarzen. Und deswegen stecken wir es auch hier rein. Wir können es auch hier unten reinstecken, wenn wir wollen. Wollte ich nur mal so gesagt haben. Und dann kann man das anschließen. Ich werde es hier so auch machen, aber weil hier unten ein Loch ist für Kabelmanagement, werde ich das hier so durchstecken. Und dann letztendlich hier anschließen und auf der Rückseite dann einfach das USB-Kabel reinstecken. Hat vielleicht auch einen kleinen Vorteil, wenn man jetzt sagt, man möchte seine kabellose Maus oder den Empfänger der kabellosen Maus oder kabellosen Tastatur hier drin verwenden oder einen WLAN-Stick oder so. Kann man alles machen. Hört sich im ersten Moment vielleicht eventuell irgendwie ein bisschen cool an, aber vielleicht ist ja noch niemand auf die Idee gekommen. Und um das noch zu toppen, es gibt ja auch manchmal diese Dinger, die sind allerdings teurer, wenn man sie kauft. Aber manchmal bleiben die einfach übrig, wenn man irgendwie ein Gehäuse geschenkt bekommt, da ist sowas noch drin. Das kann man auch benutzen, da hat man eben 2 Anschlüsse. Ganz normal im Gehäuse. Ja, und wenn man jetzt billiger findet als 4 Euro, dann lohnt sich auch sowas hier. Ja, ich lasse das nochmal komplett für irgendwann später. Ja, da würde ich sagen, kommen jetzt noch Festplatte rein. Die werden verkabelt und dann werde ich mich mal ans Overclocking begeben und schauen, wie das Ganze so läuft. Und das wird, glaube ich, auch der längste Part sein. Neben den Spieletests natürlich.
Ja, ja. Und wie man sieht, er läuft. Er hat auch schon Punkte rausgegeben. Allerdings funktioniert diese Rundumbeleuchtung hier noch nicht. Und auch wenn wir den Knopf drücken, der den Effekt ändern soll, passiert nichts. Dieser Lüfter ist ja auch beleuchtet. Ich glaube, da habe ich irgendein Kabel nicht eingesteckt hinten beim Controller. Das schaue ich mir sofort nochmal an. Aber viel wichtiger war mir ja die Leistungssteigerung. Bei dieser CPU haben wir ohne Übertaktung, glaube ich, irgendwie 700 Punkte oder was. Das können wir ja nachher nochmal nachschauen. Ich habe ja auch schon mal ein Video gemacht, an dem könnte man sich dann ja orientieren. Und jetzt haben wir mittlerweile von 750 Punkten eine Erhöhung auf 1030 Cinebench-Punkte. Und das ist schon mal ganz gut. Hier steht jetzt allerdings, dass es 4,37 GHz sind. In Wirklichkeit sind es aber 4,7. Kann ich euch auch zeigen, wenn wir dann nämlich jetzt den Bench mal starten, sehen wir hier 4,75 GHz. Mit einem Multiplikator von 25. Cinebench zeigt diesen Taktwert aber mit einem Multiplikator von 24 an. Und das Mainboard hatte tatsächlich auch den Multiplikator automatisch die ganze Zeit bei 24 stehen. Weswegen ich hier ein wenig durcheinander gekommen bin, vor allem was die Spannung anging, weil hier überall, wo nichts steht, hat es nicht funktioniert. Und da habe ich mal geguckt, Auto, okay, ach, ist er nur bei 24? Ja, mein lieber Mann. Und dann ging es hier los, dann bin ich auch wieder fertig geworden mit den Testwerten. Allerdings 800, 800, 800, nix und 900, da wurde es langsam besser, lag einfach daran, dass die CPU zu warm wurde. Weil wenn wir dann hier irgendwo bei den 96 Grad sind, fängt die CPU an runter zu takten. Jetzt macht sie das auch, weil wir jetzt gerade keine Leistung brauchen. Wir werden jetzt zwar, wenn wir mit der Hand hingehen, feststellen, okay, das ist warm. Ich kann ja auch mal eben meine Wärmebildkamera befragen. Ja, da sieht man das ziemlich gut. Nur hier kommt die Hitze raus. Da oben, ja, auch so ein bisschen. Problem ist nur, wir haben hier ein Glaspanel und das spiegelt ziemlich. Und das spiegelt jetzt, glaube ich, da ist zwar nichts, aber ich glaube, dann wird das nur die Oberflächenwärme hier von dem Ding sein. Das ist irgendwie ganz komisch. Ich muss mich da noch ein bisschen genauer befassen, habe das Ding aber schon ein bisschen länger. Ja, und nun läuft immer noch, aber ich muss sagen, die Leitung brennt. Ich lade gerade gleichzeitig GTA runter und eigentlich auch PUBG, das habe ich mir nämlich gerade mal besorgt. Genauso wie Hitman 2, die Vollversion davon habe ich mir besorgt. Man kennt ja, glaube ich, die erste Kampagne, da kostenlos spielen. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch geht, aber es gab irgendwann mal so einen Tag, wo man das spielen konnte und dann, ja, quasi die Demo. Ne? Der möchte jetzt aber noch gerne für Hitman 2 die 60 GB reservieren oder auch nur 37, aber es wahrscheinlich noch nicht entpackt. Ich habe gerade nicht genau darauf geachtet. Aber CPU läuft. Gerade hatten wir im Cinebench dann 1020 Punkte. Und ich habe das dann auch so gelassen. Im Multiplikator habe ich jetzt... Den Base Clock habe ich jetzt auf 191 noch angehoben. Das ist aber nicht merklich von der Leistung her. CPU wird zwar heiß, aber er taktet nicht runter. Also er throttelt nicht. Und damit soll es das jetzt auch gut sein. Ich lasse den über Nacht laufen. Das sind 30, nochmal 30. GTA hat, glaube ich, 60 GB. Na, also 120 GB, das kann der gerne über Nacht machen. Also es dauert wahrscheinlich jetzt 3-4 Stunden oder was, aber der Switch ist, den habe ich mal geschenkt gekriegt. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt übermäßig schnell ist, aber wir hatten gerade hier, glaube ich, 4 oder 5 Megabyte pro Sekunde. Eigentlich müssten es 6 sein, aber mein PC nebenan arbeitet ja auch. Da höre ich gerade bei YouTube einen Mix. Und wenn ich dann morgen von der Arbeit nach Hause komme, sollte so sein, dass der dann fertig geworden ist, dass ich dann die Spiele testen kann. Jetzt gerade, während das hier arbeitet, schneide ich noch das Video, soweit ich das muss. Und ja, dann können wir uns eigentlich auch mit den Spieletests jetzt sofort beschäftigen. Im Video, selbstverständlich.
Und nun geht's mit den Spielen weiter. Als erstes habe ich Hitman 2 gewählt. Ich muss dazu aber sagen, dass die Aufnahme, die wir hier sehen, nicht zu den FPS-Testergebnissen passen. Einfach nur, weil es Probleme gab mit der aufgenommenen Datei in meinem Schnittprogramm. Ich kann dann gar nichts mehr machen. Die Datei, wenn sie drin ist, dann kannst du nichts machen. Keine Ahnung. Und das Bild ist dann auch noch schwarz. Also, ich weiß nicht, was das soll. Mein Schnittprogramm hasst mich leider. Und nein, ich kaufe mir nichts anderes. Ich will, dass der Scheiß einfach nur funktioniert. Aber ja, um nicht vom Thema abzukommen, Durchschnitts-FPS von 85 ist ganz in Ordnung, genauso wie die Low-Frame-Rates von 64 bzw. 12 FPS, obwohl ich da überhaupt keine Hakler merken konnte. Das war sehr, sehr gut spielbar. Also, ne? Superb. Danach kam dann Minecraft dran, ganz normal, wie man es kennt, wenn man es ganz normal installiert. Und wir sehen schon Durchschnitts-FPS von 249. Ich glaube, allzu viel brauche ich nicht mehr sagen, das lief super flüssig. Ich möchte sogar behaupten, dass ich es noch nie so flüssig auf irgendeinem PC habe laufen sehen. Obwohl ich diese Grafikkarte und auch schon einmal eine bessere in meinem Haupt-PC drin hatte und da mal eine Runde gespielt habe. Aber ja, kann man nur empfehlen, läuft super. Aber man holt sich diesen PC ja, glaube ich, nicht, um Minecraft damit zu spielen. Da kann man auch meinen 8-Euro-PC nehmen. Anschließend kam dann Fortnite dran mit 117 FPS im Durchschnitt. Ist das schon mal nicht unbedingt von schlechten Eltern. Low Frame Rates von 60 FPS sind auch in Ordnung. Allerdings gab es einmal einen massiven Hakler. Ich weiß nicht, woran es lag. Erkennt man auch an den 0,1% Low Frame Rates von 4,7. Aber stört mich jetzt nicht allzu sehr. Ich habe hier tatsächlich abends gespielt und da sind die ganzen Kiddies unterwegs und ich bin eh viel zu schlecht da drin und naja. Auflösung bzw. Grafikeinstellung war übrigens das höchste, was geht. Genauso auch hier bei GTA 5, da habe ich erstmal diesen Benchmark gestartet. Leider hat er jetzt nicht irgendwie Durchschnitts-FPS und so weiter ausgerechnet, aber wenn wir hier unten gucken, wir sind fast immer um die 100 FPS unterwegs. Das ist schon mal ganz in Ordnung, möchte ich behaupten. Natürlich habe ich es mir auch nicht nehmen lassen und eine Runde selber gespielt und ich habe dann 125 FPS im Durchschnitt, Low FPS von 67 bzw. 10,1 und maximal 267 FPS für gut befunden. Das kann man auf jeden Fall spielen. Aber ich habe das Spiel tatsächlich jetzt erst so wirklich gekauft tatsächlich. Ich habe das mal für die Xbox 360 gehabt, aber so super hübsch sieht das Spiel jetzt auch nicht aus. Da gibt es mit Sicherheit Grafikmods für, oder? Was sagt er? Sowas muss ich vielleicht irgendwann mal testen, glaube ich. Und schlussendlich habe ich dann PUBG getestet mit durchschnittlich 88 FPS, maximal 125 und wirklich minimal 15 FPS. Und das war mein erstes Spiel. Grafikeinstellung ist das höchste, was ging, auf Full HD selbstverständlich. Und das hat wohl Spaß gemacht. Ne? Hier ein bisschen durch die Gegend gelaufen, auch mal durch die Gegend gefahren. Und Hakler gab es an sich jetzt auch nicht. Ich fand das irgendwie nur so komisch. So unten links stehen vier Spieler. Ich habe mir da jetzt gar keine Anleitung zu angeguckt. Ich habe einfach mal losgelegt. Ist das mein Team oder was? Weil irgendwie, ich bin zweimal fast gestorben und dann habe ich andere Leute reden gehört und haben sie da rumgemeckert wie sonst was. Also habe ich noch nie erlebt. So, ja, aber das war's jetzt erstmal mit den Tests. Ja, und jetzt wissen wir, was mit knapp 10 Jahre alter Hardware noch so alles möglich sein kann. Ich glaube, das ist nicht allzu schlecht, was ich jetzt hier gerade mal erreicht habe. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ihr euch alle X58 Mainboards besorgen solltet, weil die tatsächlich ziemlich teuer werden können. Aber manchmal ist es eben so, dass man für so ein Mainboard 50 oder 60 Euro bezahlt und ne, dann kannst du dir die CPU dafür besorgen. Einfach irgendeinen Arbeitsspeicher da rein, 16 GB, vernünftigen Kühler besorgen und dann kann die Party eigentlich schon losgehen. Ja. Was man jetzt allerdings machen könnte, wenn man keine Lust hat auf Übertakten in diesem Sinne, da könnte man sich auch Ryzen 5 1600 besorgen für um die 100 Euro. Mehr würde ich dafür dann auch nicht bezahlen. Ein Mainboard dafür, die gehen teilweise ab 30, 40 Euro los und da braucht man sich auch keine Sorgen machen über BIOS-Updates, weil das ja eben noch die erste Generation der Ryzen CPUs ist. Und ja, Arbeitsspeicher würde ich tatsächlich dann schauen, 16 GB DDR4 RAM zu bekommen, mit mindestens 3000 oder 3200 MHz, weil Ryzen CPUs da ein wenig wählerisch sind, was die Geschwindigkeit angeht. Also funktioniert natürlich auch, allerdings gibt es dann auch mal in manchen Spielen 5-10% FPS Unterschiede mit langsamem Arbeitsspeicher. Das ist ein bisschen doof. Und ja, hat dann etwas geringeren Stromverbrauch, da ist dann meistens der Boxkühler auch komplett ausreichend und da ist man dann bei 230 Euro
und kann dann vielleicht später auch noch sagen, wenn man sich ein halbwegs vernünftiges Mainboard besorgt hat, okay, ich hole mir dann irgendwann später mal den Ryzen 5 4600, wenn es den irgendwann mal geben wird. Oder den Ryzen 5 5500 oder was. Ne? Und dann kann man das wohl machen. Und die Grafikkarte hier in der GTX 980, jetzt bei mir in der Amp Edition, die ist natürlich noch ein wenig besser als die normalen Editionen. Für die würde ich so maximal 120 ausgeben, die Ti-Variante 20 Euro mehr. Aber das ist dann auch so in dem Leistungsbereich GTX 1070 so ungefähr, nur ungefähr, ne, bevor irgendjemand das wieder ganz genau nehmen möchte. Und ne, das ist, glaube ich, ja, so kann man ein wenig Geld sparen. Vor allem, wenn man das jetzt mal vergleicht mit dem i7-8700, der erreicht beim Cinebench R15 1350 Punkte bei mir. Und die CPU hat ja, wie wir gerade gesehen haben, 1050 oder 1033 Punkte erreicht. Und ne, die CPU kostet 35, der i7 gebraucht minimal 230, habe ich mal gesehen. Ich habe damals noch 300 bezahlt, aber das Ding gerade eben raus. Ne? Ja. Na, vernünftige Grafikkarte noch dazu, wenn man sich so ein X58 Mainboard tatsächlich mal besorgt. Und dann geht das. Ja, und der ein oder andere hat vielleicht gemerkt, dass die Haare jetzt mittlerweile schwarz sind. Das liegt daran, dass ich ja vergangenes Wochenende als Andreas Gabalier mit Lip-Singing aufgetreten bin in Bevergern. Und weil der Herr Gabalier ja tatsächlich so aussieht wie ich, andersrum ist es, glaube ich, nicht. Das kommt, glaube ich, von mir. hat man mir dann nahegelegt, die Haare schwarz zu färben. Das habe ich dann gemacht. Und bis jetzt habe ich eigentlich nur Positives zurückbekommen bei der Arbeit. Die sind wahrscheinlich alle nur neidisch oder was. Oder finden es komisch, dass ich ein männliches Wesen die Haare färbt. Aber ist ja auch nicht pink geworden. Von daher, die Augenbrauen, die sind schon immer schwarz bei mir. Vielleicht ein Gendefekt oder so. Aber na, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und weiß ja nicht. Ich glaube, schwarz ist tatsächlich irgendwie besser, weiß ich nicht, weil die Haare dann... Also ich bin ein bisschen auf Kriegsfuß mit meinen Haaren manchmal, weil so nach einem Tag Arbeit sieht das so aus, als wäre ich im Heu rumgehüpft oder sowas. Und jetzt zumindest, wo sie schwarz sind, fällt mir das nicht so auf oder es ist noch nicht so. Aber ja, die Farbe bleibt jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Wochen drin, hat man mir gesagt. Und wenn ich mich nicht umentscheide, dann werden sie ganz, ganz, ganz langsam wieder dunkelblond werden. Sollten sonst noch Fragen übrig sein zu dem, was ich hier gemacht habe oder generell, lasst es mich wissen und in den Kommentaren. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos wieder. Und bis dahin, ciao, ciao.